Ich habe hier das am Anfang direkt genommen, da ist der Weg auch nicht so weit. Und wir machen mal bis 17 Uhr Spar. 17.30 Uhr. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Big Ambitions. Meine lieben Freunde, wir drucken Geld, wir drucken Geld. Wir sind gerade dabei, einen weiteren Geschenkeladen zu eröffnen. Den größten Geschenkeladen der ganzen Stadt. Da bin ich gerade dabei, den einzurichten und entsprechend für Produktvielfalt zu sorgen, damit wir noch einen weiteren Laden bekommen, der richtig Geld druckt. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Big Ambitions reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die immer am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt auch sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das hier findet, dass wir uns das reinziehen hier an der Stelle. Genau, so jetzt mach mal einfach mal hier schon eine Belieferung des Ladens entsprechend mit Zeug. Preiswerte Blume, genau, und teure Blume. Die müssen wir alle noch auch kaufen, die Sachen. Das heißt, da müssen wir mal zum Einkäufer gehen und mal gucken, wer das hier... Hier, genau, preiswerte Blume, preiswerter Schmuck. Da können wir mal die Lieferung hier stornieren und sagen mal beim preiswerten Schmuck, sagen wir mal 2000. Dann sagen wir bei preiswerte Blume, sagen... Ich weiß gar nicht, wie viele Blumen werden so verkauft. Sagen wir mal 5000. Kein Plan. Und da müssen wir noch das... Lagerhaus 1 entsprechend zuweisen und dann bestellen wir das. Genau, und beim zweiten Einkäufer hier bei Spielberg Capital, da müssen wir dann natürlich auch hier die ganzen Sachen einkaufen. Sind die hier eigentlich günstiger? Warte mal ganz kurz. Was ist, welcher ist denn günstiger? Weil der macht die Kaufhaus... die verkaufen ja beide dasselbe hier, warte mal. Jeweils... 46, warte mal, die preiswerte Blume, 2,34 kostet die hier. Und hier kostet die preiswerte Blume 2,67. Okay, da ist sie teurer, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Aber teure gibt es ja da bei dem anderen auch gar nicht. Okay, warte mal, dann stornier mal und mach mal hier 3000 teure Blumen. Dann mach mal hier nochmal Weinflaschen, 1000. Dann macht man hier nochmal 1000 Zigarren. Preiswerter Schmuck machst du mal... Ne, machen wir mal hier nur teuren Schmuck. Machen wir mal hier 2000 teuren Schmuck. Aber wobei, Schmuck ist... Uiuiui, Schmuck... Sind das 800.000? Ich hab's gerade richtig gesehen. Ich glaub ja. Alter, ja, das sind 800.000 Schmuck. Okay, preiswertes Geschenk hatten wir schon. Teures Geschenk hatten wir auch schon. Dann würde ich sagen, bestellen. Einem oder mehreren Produkten ist kein... Achso, Lager. Ja. Warehouse 1. Warehouse 1. Warehouse 1. Genau. Sehr schön. 400.000 Bestellkosten. Ja, das ist schon ganz schön krass, ne? Aber muss... Was muss, das muss, meine lieben Freunde. Was muss, das muss. Ah, und da müssen wir das natürlich auch noch einstellen, dass das auch mit dem Logistik-Manager geliefert wird. Haben wir das jetzt schon gemacht? Spielbär-Surprise? Ne, guck mal, siehst du, haben wir nämlich nicht gemacht. Ne, doch, haben wir gemacht. Teures Geschenk, Papiertüten, Papa, genau, bla Keks, hast du nicht gesehen. Bum, bang, zack, zack. Widi, bum, bum. So, dann fahren wir mal zur Location und jetzt müsste gleich eigentlich um 10 Uhr eine neue Lieferung mit Möbeln auftauchen vom Ikabo Hack. Und das müsste dann unsere gestalterische Einrichtung sein. Da können wir jetzt eigentlich auch schon mal Mitarbeiter einstellen, fällt mir mal gerade so auf. Da gehen wir mal zu Andersen Recruitment, Mr. Andersen. Und dann machen wir mal für Spielbär Surprise eine Kundendienstgeschichte. Ah, wir brauchen noch eine Wischstation. Vision Impossible. Tage für die Suche einen, genau. Und dann würde ich sagen, noch eine neue Kampagne für Wischmeister. Spielbär, Surprise, Reinigung, da machen wir mal zwei Kandidaten, genau. Da muss ich das nämlich dann nicht auch noch reinigen, das Ganze. So, warte mal, dann brauchen wir noch eine Wischstation. Weißt du was, die hole ich mir gleich mal noch, die kaufe ich gleich mal noch. Weil das habe ich voll vergessen, dass wir noch mischen müssen. In dem Laden, also ich nicht, ich will nicht in dem riesen Laden wischen müssen. Aber wer auch immer dann da die Reinigung übernimmt, muss natürlich da auch wischen. Vision Impossible.
Genau. Müssen wir mal machen jetzt. Alle aus dem Weg. Ich muss wischen. Wischen lassen. Reinigungsstation wird gebraucht. Ja, genau. Und dann geht das fröhliche Geldhorten weiter. Wir müssen ja auf eine Bewertung von 50 Millionen kommen. Das ist hier der Laden? Nee, ist er nicht. Lieferung von Ikabu Hack ist eingetroffen. Sauber. Genau, wir müssen ja auf eine Bewertung von 50 Millionen kommen. Also ein Gesamtvermögen ist das dann quasi von 50 Millionen. Wir sind jetzt aktuell bei... Warte, da ist die Reinigungsstation. Ich guck gleich mal nach. Sekunde, ich muss noch kaufen schnell. Pick anwischen. Genau. So, hier. Rein damit. Und einsteigen und mal gucken. Wie sieht's aus? 21,7 Millionen. Nicht schlecht. Ist schon ordentlich. Scheiße. Unfall gebaut. Ich glaube, ich kann mein Auto gleich direkt wieder reparieren. Mein SUV. Ich habe ja so einen Straßenpanzer gekauft, damit ich auch mal ein bisschen was rammen kann. Ja, es geht nichts über ordentliche SUV im Straßenverkehr, damit man die anderen Verkehrsteilnehmer einfach wegrammen kann. Dann geht das alles schneller. Hier genau. Auch mal ein Pit-Manöver kann man mal machen zwischendurch. Damit die ganzen Saftnasen mal aus dem Weg fahren hier. Muss wichtige Business-Dinge machen. Mann, wird das lustig, meine lieben Freunde, wenn das Update Ende Mai kommt und sämtliche Verkehrsvergehen geahndet werden. Das wird so lustig. Sämtliche roten Ampeln, die ich überfahre, werden geahndet. Nein, jetzt parkt da der Krankenwagen. Das gibt's doch nicht. Sämtliche roten Ampeln werden geahndet. Sämtliche Sachen werden geahndet. Reinigungsstation und Sackhaare. Genau. So, warte, dann nimm hier dann gleich noch den Kram mit. Was haben wir da? Prepensofa. Hier die Lautsprecher. Genau. Pack mal hier alles hin. Reinigungsstation machen wir gleich hier neben das Klo. Falls ich selber mal reinigen muss, weil irgendwer ausfällt. Keine Ahnung, kann das ja sein. So, platziere hier Dekoration, machen wir mal hier hinten hin. Nochmal ein Lautsprecher, Pflanze, Blumenkasten. Also ihr seht, ich habe querbeet einfach mal ein bisschen was gekauft für den Laden, dass wir den ein bisschen gestalten können halt auch. Hier vielleicht da nochmal. Ne, warte mal, überschneiden die sich so ein bisschen. Machen wir mal hier hin. Ich weiß halt nicht, wie abgedeckt das sein muss, keine Ahnung. Wahrscheinlich reicht auch ein Lautsprecher am Ende des Tages. So, hier Pflanzen. Ja, vielleicht eher so dahinter vielleicht. Damit nicht, wenn die Leute da was kaufen wollen, damit es nicht im Weg steht. Ich weiß ja nicht. Und damit vor allem auch die Kasse nicht blockiert ist. Da müssen wir auch mal gucken, dass die Wege frei sind. So, Blumenkasten, sehr gut. Da können wir mal... Hier, die eignen sich immer sehr schön, um die hier so am Eingang zu platzieren tatsächlich. So direkt vorm Dings. Vorm Eingang halt. Im Eingangsbereich. Sehr schön. Das machen wir jetzt nur auf der anderen Seite. Das ist ja auch noch ein Eingangsbereich, nicht wahr? Dann haben die Leute gleich so einen positiven, dschungelmäßigen Eindruck, ja. Das ist ja ganz wichtig heutzutage, so mit Umwelt und so. Da achten ja die alle drauf, die ganzen Saftnasen. Ne? Und damit die nicht gleich denken, hier, voll der Kapitalist, bauen wir einfach so grüne Pflanzen am Eingang auf, damit das erstmal so einen grünen Anstrich bekommt. Damit die erstmal so den Eindruck bekommen, dass mir die Umwelt wichtig ist. Danach, was danach passiert, ist mir eigentlich egal. Hauptsache, die kaufen dann irgendwas. Hauptsache, die gehen mit irgendwas raus, was ich in meinem Regal habe und haben da Geld gelassen im Laden. Ne, der erste Eindruck ist erstmal grün, das ist ganz wichtig. So, hier, guck mal. So, und dann macht man hier noch so teure Gemälde an die Wand. Dann ist der zweite Eindruck, oh, guck mal, die haben teure Gemälde an der Wand hier. Das ist ja voll schön. Hier über die Putzstation am besten auch. Dann fällt die Putzstation nicht so negativ auf. Hier so, guck mal, und dann da ein Berberteppich hier, genau. Berberteppich. Und dann nochmal mehr Berberteppiche, genau. Hier, warte, wir können den Teppich an der Kasse. Ist doch schön. Wir brauchen Teppiche an der Kasse. Und dann könnte man den Laden eigentlich in der fliegende Teppich umbenennen. Nicht schlecht. Wie so ein Bazar. Nice, nice. So, pass auf, da steckt man das jetzt hinten rein. Und dann, ja, dann haben wir das ja. Fehlen nur noch die mittenden Arbeiter. Was ist denn hier los? Vereinigung der Falschparker. Das ist kein Parkplatz hier. Ihr sollt hier wegfahren. Da muss ich jetzt leider den Geisterfahrer machen. Hilft alles nichts. Ach, scheiße, Mann. Warum eigentlich?
Ich muss schon wieder mein Auto reparieren. Wie soll ich denn da auf 50 Millionen kommen, wenn die mich alle immer hier anfahren? Und los. Ah. Erstmal vom geparkten Auto abprallen. Hervorragend. Go, go, Spielbär-SUV. Ich fahr mal hier lang. Scheiße, Mann. Was ist denn das für eine Ecke gewesen? Warum hat der da einen rostigen Nagel in seinem Auto? Nein, was denn jetzt? Huch. Ich komme hier nicht weg. Ach, der Pinübel da. Ich habe auf den Pinübel gehangen. Das gibt's ja gar nicht. Auf den Poller aufgesetzt. Tolle Wurst. Wird ja immer toller hier mit dem Poller. Okay, wir haben Dinge jetzt in die Wege geleitet. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt müssen wir eigentlich mal schlafen. Und dann mal gucken, wie der Laden so läuft, wenn wir da Mitarbeiter haben auch. Jetzt muss ich erstmal wieder den Weg nach Hause finden, tatsächlich. Nimm ein Taxi oder die U-Bahn. Ah, langweilig. Da kann ich ja keinen wegrammen. Nee, U-Bahn und Taxi, das nehmen nur die Geringverdiener. Die Millionäre, die fahren mit ihrem SUV alles zu Kleinholz und reparieren den dann jeden Tag für ein paar tausend Millionen. Will mir doch hier auch ein bisschen Spaß gönnen im Straßenverkehr. U-Bahn, langweilig. Oder Taxi, langweilig. Da kommt als nächstes Uber. So, pass mal auf, jetzt guckt mal hier mal noch 2 Stunden Fernsehen. Bringt irgendwie nicht so viel. Ich muss mal wieder auf meinem Boot chillen, glaube ich. Und dann ins King-Size-Bett. Und dann schlafen wir mal bis 8.40 Uhr. Da müssten wir schon die ersten Shop-Angebote kriegen eigentlich. Was? Du hast eine Nachricht von der Blue Oyster Bar. Habe ich eine Nachricht gekriegt? Das ist ja hässlich. Wir konnten nicht alle Bottle of Wine Kisten in La... Oh, wir brauchen wieder Lagerregale. Scheu. Okay, warte. Erstmal gleich den ersten Kandidaten einstellen. Wir müssen die Lager vergrößern, my dear friends. Wir müssen die Lager vergrößern. Daisy, Prinzessin Daisy. Okay, warte. Mach mal... Was haben wir gerade für einen Tag? Donnerstag. Komm, dann aktivieren wir mal gleich den Donnerstag. War die jetzt eigentlich für Reinigung? Nee, das war Kundenservice, genau. So, das lassen wir die dann auch mal gleich hier von 6 bis 20 Uhr gleich mal arbeiten. Oder warte, von 6 bis 21. Und dann machen wir das gleiche dann hier auch. An einem Freitag 6 bis 21. Weil dann ist die nämlich schon mal ausmaximiert hier. Und dann können wir nämlich da schon mal anfangen, Dinge zu verkaufen, nicht wahr? Guck mal, wir kriegen ja 10 Mitarbeiter. Da müssten wir das doch eigentlich schon ziemlich gut auslasten können, den Laden. So, Sekunde. Spielbär Surprise hat natürlich nicht genug Zeug. Das war jetzt natürlich klar. Wir müssen Regale kaufen. Ah, nein. Moment. Ich muss essen. Wir müssen für die Dings Palettenregale kaufen. Palim-Palim-Regale. Sonst haben wir nicht genug Lagerkapazität. Aus dem Weg! Ich muss Lagerkapazität ranschaffen, reinkaufen. Die gute 15-Stunden-Schicht, wer kennt sie nicht? Na Gott sei Dank gibt es hier in dem Spiel noch keine Gewerkschaften. Gott sei Dank, wir haben den Turbo-Kapitalisten hier alle Möglichkeiten offen gelassen. Dann gründest du deine eigene Gewerkschaft für die Mitarbeiter. Ah, genau, da mache ich es wie die Mafia. Dann gründe ich eine eigene Gewerkschaft und kassiere dann die Beiträge. Und steck die dann in die eigene Kasse. Sehr gut. Gute Idee. Ich meine, habe ich Mafia gesagt? Ich meine natürlich organisierte Arbeiterbewegung. Gedöns. Organisiertes Gewerbe meine ich natürlich. Vielleicht kann ich dann auch Schutzgeldservice anbieten. Dann rufe ich einfach so ein paar stark gebaute Leute mit Baseballschläger an und die machen dann mal die Runde bei der Konkurrenz. Und sagen dann mal, hey, wenn ihr hier weiterarbeiten wollt in dem Viertel, dann müsst ihr aber hier mal, dann müsst ihr beschützt werden vor den bösen anderen, die da sind. Und wenn ihr das nicht wollt, dann kommen wir nochmal vorbei und zeigen euch mal, was passiert, wenn man kein Schutzgeld hat. Ja, da gibt es viele Möglichkeiten. Ich sag ja, die müssen noch so einen Mafia-Modus integrieren eigentlich ins Spiel, dass man da noch so ein bisschen auf die unlautere Schiene auch gehen kann. Das wäre lustig.
Dann macht das mit der Strafverfolgung auch gleich viel mehr Sinn. Und es müsste auch noch sowas wie so Steuertricks müsste es noch geben, dass man so ein bisschen so steuermäßig dass man Steuern gestalten kann, dass man nicht drauf angewiesen ist, dass man ein Konziliere, ich meine natürlich einen Steuerberater hat, der einem das Ganze dann macht, der einem dann einen Vorteil bringt bei den Steuern. Und der dann auch die ganzen Familiengeheimnisse kennt und so. Mein Konziliere ist dann Billy Crystal, das wird lustig. Nee, Quatsch, Moment, das ist ja falsch. Ah, Spielwehr, du Depp, du musst zum Lagerhaus, nicht dahin. Weil er sich wieder verquatscht hat, weil er sich wieder richtig aufgepasst hat. Brain AFK. So, und jetzt werden wieder einige sich lustig machen über meine Performance. Also, ich weiß nicht. Einige haben gesagt, du bist voll schlecht. Du kannst das gar nicht, du bist voll überfordert von dem Spiel. Weißt du, was ich dazu sage? 4 Millionen pro Woche, 22 Millionen Bewertung, in your face, baby. Ich wollte gerade was anderes mit B sagen, aber egal. In your face, in your face, drum and bass in your face, drum and bass in your face, drum and bass in your face. So, warte, jetzt aus dem Weg. Kondensation. Porken. Sackhaare raus. Palettenregal drauf. Rein ins Lagerhaus. Die Kapazität ist ja eigentlich schon ganz schön groß. Es ist echt beeindruckend, dass man da so viele Regale braucht. So, hier. Zack. So spiele ich Autorennspiele. Genau so, ja. Das ist ja auch eigentlich ein Autorennspiel, oder nicht? Ist doch eins, oder? Dicke Autos. Gegenverkehr. So, hier, genau. Keine Polizei. Ja, noch. Noch ist keine Polizei am Start. Noch nicht. Mal sehen, wann es dann soweit ist. Möglicherweise schon im nächsten Update werde ich nicht mehr so frei durch die Gegend heizen können wohl. Mal gucken. Guck mal, das sieht doch schon gut aus. Da haben wir doch die Kapazität ja quasi verdoppelt eigentlich vom Lagerhaus. Das müsste doch gehen. So, und dann machen wir mal hier nochmal einen Aufbau. Machen wir mal hier auf der Seite noch ein paar Palettenregale hin. Und dann ist es schon wieder 15 Uhr. Da können wir schon wieder eigentlich direkt... Ah, am nächsten Tag ist Casino-Tag. Können wir direkt eigentlich jetzt mal nach Hause gehen nochmal. Und direkt mal schlafen. Beziehungsweise nochmal schnell ein bisschen zocken oder so. Keine Ahnung. Ja, genau. Ich kann die Karre nochmal reparieren. Das können wir machen. Das liegt auf dem Weg. Das ist da hinten nämlich. Und dann reparieren wir die Karre. Fahren nach Hause. Schlafen. Ah, Mitarbeiter noch einstellen. Ah, das hat er vergessen. Das hat er voll vergessen. Einstellen, einstellen. Ah, wir brauchen auch noch einen Personalleiter ganz dringend. Ah, Mann, man muss immer so viel gleichzeitig machen. Ja, du bist voll überfordert von dem Spiel. Lass mich doch in Ruhe. Lass mich doch überfordert sein. So, hier. Aufgabe, da. Chuck Norris. Wir haben Chuck Norris eingestellt. Krass. Uniform zuweisen, genau. Bär stetigen. Ach, der anderen muss ich auch noch die Uniform anziehen. Warte, hier, der hier. Nein, jetzt habe ich es rausgenommen. Scheiße. Erstmal entlassen. Moment, Standarduniform noch. Sonst sind die Gäste angefressen. So, Achtung jetzt hier. Das hier ist derjenige, der putzt, genau. 45% Reinigung, weißt du was? Kann er gleich mal machen. Teilzeit war das jetzt, ne? Genau. Chuck Norris. Chuck Norris wischt bei uns den Laden, nicht schlecht. Und ja, mir ist schon klar, dass er Karl heißt. Das ist der Bruder von Chuck Norris. Und der Bruder von Chuck Norris ist praktisch genauso wie Chuck Norris eigentlich. Das ist fast schon, als wenn du Chuck Norris in deinem Laden arbeiten hast. Deswegen kann ich den auch Chuck Norris nennen, weil das eigentlich keinen großen Unterschied macht am Ende des Tages. So, hier noch Chuck Norris reinziehen. Guck mal, das reicht auch von den Stunden her, reicht das perfekt aus, was er da hat. Dann kann er am Samstag und Sonntag auch noch wischen eigentlich. Und am Samstag und Sonntag sollten wir eigentlich mal schauen, dass wir da rund um die Uhr quasi öffnen. Weil ich glaube, das ist einkaufsoffen und am Wochenende, da geht ja immer noch am meisten tatsächlich. Dann machen wir das jetzt mal so. Chuck Norris hier, genau. Und dann hier nochmal Chuck Norris rein. Ja, ich weiß, man könnte das auch alles irgendwie
Schneller machen, ist mir doch alles egal. So, dann macht Sebastian Petersen. Was ist das hier? Ist der Vollzeit? Teilzeit, keine Wochenenden. Ja, okay, dann machen wir den mal gleich hier. Unter der Woche. Ist er schon ausgelastet, siehst du mal. Dann Gabriel Lang. 5-Tage-Woche. Na toll, warte, dann fangen wir mal Montag an, wa? Und machen da mal immer die Hälfte. Würde ich sagen. Das war immer so Früharbeit. 1, 2, 3, 4, 5-Tage-Woche. So, und jetzt müssen wir immer noch eine Stunde dazugeben. Und Freitag hat er dann... Ist doch alles richtig, oder? Jawohl, 5-Tage-Woche. So, Teilzeit haben wir hier. Dann füllen wir hier mit Summer Miles. Füllen wir einfach Sommermeilen. Wir sammeln einfach Sommermeilen und füllen hier seine Arbeit einfach auf. Unter der Woche. Dann haben wir das auch erledigt, nicht wahr? 25 Stunden. Ja gut, jetzt haben wir hier noch 5 übrig. Dann macht sie jetzt am Wochenende noch 5. Und Joel Harris, ah, der ist Vollzeit. Sehr gut, den packen wir mal dann gleich mal hier an Wochenenden an die Kasse. So. Und dann vielleicht noch am Montag. An die K. Ah, 51 Stunden. Dann haben wir den Montag jetzt schon voll ausgelastet. Ganz hervorragend. Guckt euch das an. So, was war jetzt los? Ich wollte nach Hause. Ich wollte reparieren, genau, ursprünglich. Mal gucken, ob noch welche reinkommen. Waren das jetzt schon 10? Ne, das waren noch nicht 10. Da kommen noch welche. Was passiert, wenn man rechts auf automatisch ausfüllen drückt? Habe ich mich noch nicht getraut. Ah, siehst du, sag ich doch, da kommen noch welche. Automate, da füllt er die, glaube ich, so ein, wie es ihm gerade passt. Und ich weiß nicht, ob das immer so richtig ist, ob der dann die Bedürfnisse von den Leuten auch wirklich berücksichtigt. Wenn da jetzt einer nur 5 Tage die Woche arbeiten will, oder unbedingt 5 Tage die Woche arbeiten will, aber wenn er den dann in die ersten 2 Tage reinfüllt, dann hat er ja keine 5-Tage-Woche, wenn ihr versteht. Also deswegen mache ich das lieber händisch. In der Hoffnung, jetzt habe ich mein Dings verfehlt, in der Hoffnung, dass ich es richtig mache halt. Ach, was weiß denn ich? Keine Ahnung. Genau, ihr versteht mich schon. Das bezieht er alles ein, wenn du genug Leute hast. Ja, habe ich genug Leute? Das ist halt die Frage. Ne? Wenn ich nicht genug Leute habe, bezieht er das dann nicht ein? Das ist halt die Frage. Aber ich mache es lieber selber. Keine Ahnung. Ich mache es selbst. Genau, warte halt. Ich will noch mal 2 Stunden Fernsehen gucken. Da kommen noch mal Nasen, siehst du? Nice, nice. So, warte. Ich möchte die Nasen noch einstellen. Das sind aber gute Nasen. Guckt euch das mal an. Wir haben schon einen recht hohen Skill-Level eigentlich. Bis auf die 2 da. So, erstmal hier die Uniforminski zuweisen. Genau, Standart. Und dann gleich mal die Leute zuweisen, nicht wahr? Also, wir haben... Annabelle Murphy, die kann... Was? Dieser Mitarbeiter hat keine Kasse mit Ver... Hä? Ach nee, das war die Reinigungskraft. Scheiße. Okay, warte, dann wird die gleich mal entlassen. Mitarbeiter entlassen, die brauche ich doch gar nicht. Ich habe doch schon eine Reinigungskraft, lol. Habe ich wohl nicht aufgepasst. Kann man aber machen, mal aus Versehen. Tut uns leid, wir haben sie aus Versehen eingestellt. Uns ist uns da wo was durchgerutscht im Personal, in der Personalabteilung und ja, kann ja mal passieren. Nicht wahr? Aber vielleicht sollte ich erstmal nicht die nehmen, die 20% haben, ich Depp. Sondern vielleicht sollte ich erstmal die nehmen, die auch was können. Und dann die anderen, die nicht so viel können, dann lieber so einfüllen zwischendrin. Guck mal, den Alan Baker zum Beispiel, der kann ein bisschen mehr als die anderen. Dann sollten wir den vielleicht erstmal nehmen hier. Teilzeit und keine Nachtschichten. Okay, sieht doch gut aus. So, dann the next boy in the hood. Teilzeit hoch, genau, 35%, 43%. Hier Julia Petri, genau. Vollzeit war das jetzt, ne? Jupp. Guck mal, dann füllen wir hier die Anfangstage schon mal möglichst aus. Dann machen wir hier noch das rein. So, 30, hier noch einmal, so, 45, guck mal, dann machen wir sie noch mit hier oben rein. Und dann haben wir da immerhin schon mal das ausgelastet, jetzt kommt sie hier noch dazu, sie ist ja teilende Zeit, genau, sie kann dann hier noch entsprechend arbeiten und dann hier nochmal einen ganzen Tag.
Ah, da kommt sie über die 30, okay. Nee, dann machst du mal. Wer von denen ist besser? Er hier ist besser. Dann macht das der Ben. Und sie füllt hier noch auf. Genau. Sie füllt hier noch auf. Und hier am Samstag kommt der Ben noch dazu. Und irgendwo war noch eine Stunde frei, glaube ich. Genau da. Da nehmen wir jetzt den Ben noch. Aber eigentlich können wir Stephanie Green, können wir die vielleicht irgendwie noch ersetzen? Vielleicht mache ich auch bei den anderen einfach noch ein bisschen mehr Öffnungszeit noch dazu. Muss ich mal schauen. Ich lasse es jetzt erstmal so laufen. Ist jetzt erstmal egal, sonst brauchen wir so lange dafür. So, habe ich schon geschlafen? Nein, habe ich noch nicht. Dann schlafen wir jetzt mal bis 8:40 Uhr. Genau, das ist gut. Und wir haben 657.000 Gewinn. Nice. Und dann mal schnell was essen. Und wir sehen, wir haben nicht genug Zigarren und Zeug. Das kommt wahrscheinlich daher, weil die letzte Lieferung so ein bisschen dünn ausgefallen ist. Wenn mich nicht alles täuscht. Weißt du was? Dann fahre ich jetzt zum Hafen und chill mal auf meinem Boot, was ich mir in der letzten Episode gekauft habe. Habe ich das eigentlich schon erwähnt, ne? Wenn ihr das hier feiert und so, Daumen nach oben. Playlist reinschauen, wenn ihr nicht gesehen habt, wie ich das Boot gekauft habe. Rechts oben in der Ecke am Anfang des Videos verlinkt, am Ende auch. Und generell so kommentieren und so, wenn euch was einfällt. Habe ich bestimmt schon gesagt. Ich sage sicherheitshalber nochmal. Man kann ja auch mal was zweimal sagen. Oder dreimal. Oder viermal. Viermal hält besser. Nein, illegal. Warte. Warum gibt es hier keinen Parkhilfen, Assistentenhilfe? Ist doch blöd. Genau. Wie sollen denn hier reiche SUV-Fahrer einparken, vernünftig, wenn es da keine Parkhilfe gibt? Ich habe hier das am Anfang direkt genommen, da ist der Weg auch nicht so weit. Und wir machen mal bis 17 Uhr Spaß. 17:30 Uhr. Entspannen auf dem Boot. Haha. Ein knallrotes Motorboot, meine lieben Freunde. Und dann haben wir jetzt hier gechillt und jetzt geht's direkt ins Casino. Denn wir müssen ja mal wieder das Glück herausfordern, nicht wahr? Und wie ein echter SUV-Fahrer das so macht, fahre ich die 5 Meter zum Casino, fahre ich mit dem SUV und park da dann direkt wieder ein. Man muss sich auch mal etwas gönnen können. Ist das überhaupt. Nee, warte, das ist gar nicht das Casino. Ich muss auch weiterfahren. Was ist denn, Mensch? Nicht zu spät kommen jetzt hier. 600k auf schwarz. Nee, 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 wir ändern das System nicht. Wir machen rot. Immer auf rot und immer zufällig. Also zufällige Zahl und immer eine grüne Zahl hier oben. Und ja, da hat einer gesagt, nee, das ist gar nicht der Tagessatz und bla bla. Die Einnahmen, die an einem Tag da oben angezeigt werden, die meine ich, ja. Die Zahl, die wird gesetzt und dann haben wir das. Zweimal 300 auf rot. Man könnte natürlich auch zweimal setzen, ja, das stimmt. Nur ist dann, wenn man einmal gewinnt bei einer höheren, Einsatz, ist natürlich der Gewinn auch höher, ne? Wenn man jetzt natürlich nur für den Spaß spielt, lohnt es sich natürlich eher, das Ganze zu halbieren. Da wir aber für den Spaß aktuell eher auf dem Boot chillen können, weil das nämlich ergiebiger ist als das Casino, würde ich sagen, beim Casino gehen wir einfach auf Gewinnaussicht. Oh, 800.000, da wird aufgerundet, aber sowas von. 800.000 auf rot zufällige Ergebnisse. Komm schon, gib mir hier das Roulette. Das ist das Roulette-Syndrom. Zufällig und wir runden auf 800.000. Mann, das ist fast eine Million, alter Schwede. Kann man mal machen, aber im Roulette einfach mal 800.000 setzen. Ja! 1,4 Millionen! Nice. Nice. Und damit endet die Karriere für diese Woche. Juhu. Ich sag ja, man darf ein bestehendes System beim Glücksspiel auf gar keinen Fall ändern. Eigentlich genauer gesagt, bei gar nichts eigentlich. Auch wenn man jetzt zum Beispiel andere Sachen, wenn man zum Beispiel Börsenhandel, da sollte man auch nicht sein System ständig umwerfen und irgendwie dann wieder was anderes machen. Wenn man merkt, dass ein System halbwegs funktioniert, dass man zum Beispiel auch häufiger gewinnt als verliert oder so,
dann sollte man nicht plötzlich anfangen, irgendwas anderes zu machen. Oder wenn man merkbar verliert häufiger oder keine Ahnung. Man sollte nicht ständig die Strategie ändern. Das ist halt schlecht. Das ist überall schlecht. Und da sollte die Strategie wirklich nur ändern, wenn es komplett gegen einen läuft. Never change a running system, ja. Und das tut's ja, es läuft ja nicht komplett gegen uns. Wir haben ja deutlich mehr gewonnen im Casino mittlerweile, als wir verloren haben. Also ja, ab und zu ist halt mal ein Tagessatz auch mal flöten gegangen. Aber soweit erstmal, also die Runway sieht eigentlich gut aus beim Casino bei uns, muss ich mal sagen. Schade, dass man das nicht separat mal irgendwo aufgelistet bekommt, wie viel man im Casino schon verdient hat. Das wäre irgendwie mal ganz geil noch, dass man noch eine bessere Statistik irgendwie hat. Muss mal was essen. Muss ja auch, glaube ich, mal wieder was zu essen kaufen. Ich glaube, mein Kühlschrank ist bald leer. Wie viel ist denn noch drin? Noch zweimal essen. Okay, dann müssen wir am nächsten Tag müssen wir mal Essen kaufen. Okay. Ja, wir haben jetzt immer noch leere Regale. Das ist jetzt natürlich so die Frage. Ich weiß gar nicht genau, wann die aufgeführt. Ich gucke jetzt mal ganz kurz in den Bizman. Oh, wir haben sogar schon bei Spielbär Surprise. Guck mal. Und das ohne Werbung? Lol. Okay, warte mal. Genau, apropos Marketing müssen wir ja noch machen bei dem Laden. City Ads mal anrufen. Und mal gleich bei Spielbär Surprise mal gleich eine große Werbetafel schalten. Weil dann kriegen wir ja noch mal ein bisschen mehr Traffic rein, nicht wahr? Oh, guck mal, wir können sogar noch eine Marketingkampagne machen. Da machen wir noch mal City Ads und machen noch mal eine mittlere. Man kann ja auch mehrere machen, tatsächlich. Bestätigen. So, was haben wir dann für einen Wert? Dann haben wir 85, das soll erstmal reichen, genau. Kundenservice ist natürlich unterirdisch. Innenausstattung, oh, Innenausstattung ist schon gar nicht mal so schlecht. Preise könnte man noch anheben, tatsächlich. Machen wir das doch gleich mal so. Preise annehmen und dann auf jeden Fall noch die Personalleiter. Stimmt, da brauchen wir auch noch mehr wieder. Haben die denn hier nochmal gelevelt? Der hier hat nochmal gelevelt, das ist gut. Da können wir nämlich gleich mal die Leute aus dem Spielbär Surprise, zumindest die vielleicht jetzt noch nicht ganz so hoch gelevelt haben vom Kundendienst her, die können wir da direkt mal zuweisen jetzt zu 5 Leute, genau, weil dann fallen die auch nicht so schnell aus. So, bei den anderen ist kein Spielraum mehr, das ist schade, deswegen brauchen wir noch mehr, genau, da können wir gleich mal machen hier, anrufen bei City Workforce, anrufen, dann sagen wir Spielbär Capital war das, glaube ich. Und dann sagen wir Personalleiter. Genau, und dann machen wir erstmal nur einen, weil wir brauchen, wir haben ja, glaube ich, einen freien Arbeitsplatz noch in dem Spielbär Capital Ding, genau. Und dann können wir nämlich noch ein paar mehr Leute da zum Personalleiter hinzufügen. Ja, das sieht doch gut aus, es ist 8 Uhr morgens. Woran liegt es jetzt, dass wir da nicht genug Zigarren haben? Das liegt, glaube ich, daran, dass das noch nicht eingelagert wurde. Das Geschäft ist schmutzig und muss gereinigt werden. Spielberg Corporation. Okay, da muss ich mal putzen gehen, tatsächlich. Da muss ich mal putzen. Da wird immer noch nicht geputzt. Das ist ja auch meine erste Corporation gewesen. Da kann ich ja auch mal selber putzen. Dass du dich nicht selber beliefern kannst mit Essen, Einkaufen, Verkaufen, kannst du es ja, das wäre Luxus, wenn du als Millionär noch, nicht noch selbst in den Supermarkt musst. Ja, das verstehe ich halt auch nicht. Aber gut, ich meine, ich kann eigentlich auch hier einfach mal im Supermarkt mein SUV voll machen mit Essen. Das können wir auch gleich mal machen eigentlich. Eigentlich brauche ich auch keinen Kühlschrank, ist mir mal so aufgefallen. Man kann tatsächlich das Essen einfach im SUV lassen, theoretisch. Wenn man jetzt schon weiß, dass man jetzt nicht so viel Kapazität braucht, um jetzt mit dem SUV irgendwas zu machen. Weil man ja sowieso die ganzen Sachen sich irgendwie liefern lässt, die ganzen Möbel und so, kann man das Essen theoretisch auch einfach im SUV lassen und hat halt unterwegs dann auch immer was. Da muss man unterwegs dann nicht noch essen gehen, weil normalerweise, du gehst ja sowieso eigentlich früh morgens direkt in den SUV eigentlich und dann hast du dann da deine Fressalien halt. So, okay, jetzt fahren wir trotzdem nochmal putzen. Weil, meine lieben Freunde, wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass die Mitarbeiter nicht Aufstand machen, weil es zu schmutzig ist. So. Im Spielbär Corporation Building, da putzt der Chef noch selber, ja? Das Geschäft ist gereinigt. Dieser Laden ist gereinigt. Und dann steigen wir mal hier ein und fahren mal weiter.
Wo wollen wir denn jetzt hin eigentlich? Vorrat preiswertes Geschenk, Vorrat an teures Geschenk. Das ist ganz schön krass, wie schnell die Vorräte da ausgehen. Muss, glaube ich, nochmal, ich muss die Lieferung, glaube ich, auch nochmal checken. Das scheint noch nicht so ganz so rund zu laufen. Da ist dein Arbeitsplatz ohne PC. Soll das bei Spielbergkorb... Ist da ein Arbeitsplatz ohne PC? Nee, das ist der Konferenztisch, glaube ich, den du da meinst, oder? Du meinst, glaube ich, den Konferenztisch. Der ist eine Voraussetzung von einigen Mitarbeitern, die wollen den unbedingt haben, damit sie nicht angefressen sind. Frag mich nicht, warum, keine Ahnung. Manche stehen halt auf Konferenzen. Ich kann das auch nicht nachvollziehen, aber manche sind halt so. Nicht den großen Tisch. Im ersten Raum ist dein Schreibtisch ohne PC. Echt, ist mir ja nicht aufgefallen. Muss man ja nochmal gucken. Kann aber eigentlich nicht sein. Jetzt habe ich mich selber eingeklemmt. Diese SUV-Fahrer, die sich selber einklemmen. Unglaublich. Nee, ist mir nicht aufgefallen. Muss ich gleich nochmal nachgucken dann. Wenn wir nochmal, huch, wenn wir nochmal putzen gehen, dann sag mir nochmal Bescheid. Erinnere mich nochmal dran. Dass ich nochmal da gucke. So, jetzt gucken wir nochmal. Ach komm, wir kommen mal 4 Stunden Fernsehen. Kann man auch mal machen. Als Millionär kann man sich das mal erlauben. So, genau. Ah, ich muss die Fressalien noch aus dem SUV holen. Voll vergessen. Stehe die ganze Zeit in der Sonne da. Fressalien in den Kühlschrank. Zumindest die 10. Komm mal, wir teilen das auf. 10 Stück in den Kühlschrank und 10 Stück im SUV. Kann man mal machen. Warum ist meine Energie eigentlich so schlecht? Ach so, ja, stimmt, weil ich im Casino war. Dann gleich mal schlafen. Bis 8. Jetzt, wie viel Geld haben wir? Oh, fast 1 Million pro Tag. Guckt euch das an. 975.000. Okay, wir müssen unbedingt was mit den Lieferungen machen. Irgendwas ist da noch nicht in Ordnung. Aber das sieht schon mal sehr gut aus. Guckt euch das mal an. 12 Millionen. Wie viel Bewertung haben wir jetzt? 24 Millionen. Wir haben jetzt schon die Hälfte von der Bewertung und wir machen pro Woche 5 Millionen. Nice, nice, nice. Meine lieben Freunde, zieht euch das rein. Ist das nicht geil? Also ich finde das geil. Und an dieser Stelle endet diese Folge Big Ambitions. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Bär-Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos nicht nur zu Big Ambitions, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit mit einem Prozent einen Anteil am Kaufpreis und ist eine sehr coole Unterstützungsmöglichkeit für diesen Kanal. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao, ciao!